Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Police Stories. Kapitel 13, blutiges Geld. Waschsalon einfach und sauber. Ja, dann ab in die Besprechung. Zentrale. Bombenanschläge an mehreren Orten. Officer Wolf ist direkt darüber verantwortlich und arbeitet ausgerechnet mit Stone zusammen. Ich werde versuchen, das in meinen Kopf zu kriegen. Wenn wir mit den Bomben durch sind, sonst drehe ich noch total ab. Der erste Sprengsatz ist in Downtown in einem Waschsalon. Ziemlich seltsames Ziel für einen Terroranschlag, wenn man mal davon absieht, dass die Explosion den ganzen Block in Schutt und Asche legen könnte. Nichts wie hin. Los, ich trinke noch einen Schluck Fritz-Cola. Scheiße, voll das Liesel-Weppen-Problem. Wie sollen die Bombe entschärfen? Eieieiei. Das geht nicht gut. Schwierigkeitsgrad 4. Eine falsche zivile Person. Drei normale zivile Personen. Und 9 Verdächtige. Jetzt haben wir eigentlich Tränengras bekommen, ja. Nutzen wir mal Tränengras. Und den Defi nehme ich nicht mit. Nein. Ich weiß nicht, wofür. Ich guck mal. Wofür brauche ich den Defi? Oh, der kann sogar noch. Warum kann der Rick Jones jetzt was Fünftes mitnehmen? Und wo ist der Defi hin? Kann ich nur als John Rhimes den Defi benutzen? Ach komm, nee, du brauchst keine Weste eigentlich. Ich krepiere häufiger als du. Warum kann ich nur den Defi nehmen? Was bringt mir der Defi? Ein Standard-Defibrillator. Wie er von Sanitätern eingesetzt wird, kann Zivilisten, Kriminelle und sogar deinen Partner. Ah, wiederbeleben. Also falls ich mal wieder einen Zivilisten erschieße, könnte ich den wiederbeleben und es gibt mehr Punkte. Da mir das ja eigentlich sehr häufig passiert, könnte sich das Ding bezahlbar machen. Da muss ich die Mission vielleicht nicht 2-3 Mal durchspielen. Aber dann kann ich die Tränengasgranate nicht testen. Ich teste die Tränengasgranate. Den Defi merke ich mir mal. Also schauen wir uns die erste Akte an. Der Sprengsatz soll in Waschsalon einfach und sauber sein. Platziert von Randall Doherty, ein Hochrang-Gangster und frühen Officer bei den Stones Söldnertruppe. Doch Offizier, okay. Er ist vor einigen Wochen desertiert und hat einen Haufen Kohle mitgehen lassen. Als Versteck dient ihm der Waschsalon. Da hat mal jemand seine Hausaufgaben gemacht. Da steht, dass aufgrund der Lage des Waschsalons eine Explosion das ganze Gebäude zum Einsturz bringen könnte. Terrorismus und Rache. Da will Eli wohl 2 Fliegen mit einer Bombe explodieren. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Läuft. Tut mir leid, wir haben hier auch. Ach, Scheiße, geht noch auf Zeit und ich wollte was trinken. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Hands up! Gut. Oh, Scheiße. Einfach mal wild rumballern. Das funktioniert. Hast du ihn festgenommen? Hands up! Regroup on me. Okay, der Raum ist sauber. Kannst du den mal checken? Use the mirror. Copy that. Suspect spot. Zivile Person? Attacke. Get down now. Er geht schon runter. Secure the target. Copy that. Okay. Ach, mehrere Etagen? Das ist ja scheiße. On the ground now. Get down. Gut, das war ein schöner Kopfschuss.
Okay, den musst du aber aufmachen. Lockpick the door. Affirmative. Get down now! Get down now! Mehr hast du nicht drauf, für dich reicht's, du Lusche. Was ist hier los? Get down now! Hä? Unsichtbare Wand? Get down now! Habe ich die Bombe übersehen? Move. Negative. Ah. Hier geht's noch weiter. Camera under the door. Roger. Suspect okay, da ist einer. Go. Nein! Durchbruchskit, Durchbruchskit. 3, 2, 1, bumm! Scheiße, ich hab hingeguckt. Aber hier ist auch keine Bombe. Hä? Get down! Hey, gut. Die Tür ist offen, aber wo ist die Bombe? Das sind doch hier alles nur Küchengeräte, oder? Oh, 1:30, wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Was habe ich übersehen? Wieso komme ich da nicht... Ja, mach die Tür zu. Wieso komme ich hier nicht weiter? Hands up! Aber jetzt keine Zeit mehr hier. Suspect spotted. Get down now. Hands up. Du hast nichts zu verbergen? Hier, ich auch nicht. Oh, 71-21, danke. 71-21. 71-21. Oh. Scheiße. Profi-Tipp. Mit einem Warnschuss kannst du den Verdächtigen einschüchtern. Das habe ich ja gerade vorgehabt, aber er war leider hinter mir und ich habe die Warnschüsse nach vorne abgegeben, das hat ihn nicht interessiert. Check behind the door. Gut, 4 Minuten. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen spuken hier. Oh. Entschuldigung. Ich habe ihn zu Tode geboxt. Da kommt. Go. Copy that. Get down now! We have a suspect down. Vielen Dank. Oh! Das sind voll die Camper. Hands up! Terroristen-Camper. Lieber Counter-Strike. Zip him up. Copy that. Get down now! Ups. Jetzt habe ich irgendwie Office gestartet. Ja, ich habe noch ein altes Office. Das war noch eine Testversion oder sowas. Ich brauche mal das Neue. So, jetzt habe ich aber irgendwie, kann ich mich gerade nicht bewegen. Achso, ich schreibe da irgendwas. Auch gut zu wissen. Get down now! Regroup on me. Hier da Drogen aufheben. Hier sind noch mehr Drogen, heb mal auf. Und wenn du gerade mal dabei bist, mach die Tür auf. Das muss schneller gehen, wir haben nur noch 3 Minuten. Keine Zeit hier. Oh, der geht auf Knie, das ist der macht schon. Waffe einsammeln. Copy that. Fall in on me. Gut, hat mich erwischt. Durchbruch, Kids. Und? Ja. Das war ein Satz mit X. Ups. Naja, unerlaubte Gewalt. Ich wollte mich eigentlich mal heilen. So, warum konnte ich hier letztes Mal nicht durch? Hands up! On the ground now! Hands up! On the ground! Mir geht die Tür richtig scheiße. Move. Copy that. Negative. Get over there.
kann aber auch nicht durchgehen. Wieso konnte ich... Das ist doch irgendwie scheiße, oder? Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Mach mal die Tür auf. Ey, ich kam noch da vorhin durch. Wieso macht er die Tür nicht auf? Stand down, fall in and stay close. Go, affirmative. Hands up! Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Das sind die Treppen des Grauens. Wir haben jetzt das erste Mal Treppen und wir kommen hier nicht weiter. Get down! Hands up! Get down! Oder übersehe ich hier eine Taste? Komm mal her. Ist ja nicht das erste Mal, aber hier ist nichts in der Wand. Ah, ich weiß, wo das Problem ist. Jetzt habe ich es gerafft. Hier, ist in dem Büro müssen wir rein. Da ist ein Schalter. Und dann kommen wir weiter. Oder? Jetzt kann er auch die Tür öffnen. Jetzt haben wir es. Gut, jetzt haben wir aber genug Zeit verplempert. Oh, tolle Schrotflinte. Wo ist die Bombe? Hier ist sie nicht, hier ist sie nicht, hier ist sie nicht. Hands up! Hier ist sie auch nicht. Oh, hier sieht es nach Bombe aus. Und... Tja, wir hatten auch den Key nicht, also die Nummer nicht. Gut, jetzt wissen wir aber, wie wir die Tür öffnen, das ist ganz wichtig. Jetzt nochmal einen Schluck Cola. Und... Nochmal. So. Guck mal, da ist doch bestimmt gleich wieder einer. Oh. Schießt daneben und naja. Tür ist zu, Tür auf. Scheiße, wir machen gerade nur Minuspunkte. Warum muss ich auch aus Versehen jeden... Oh, das hat sich auch ergeben. Scheiße. Ich bin gerade so schießwütig. Ah, ist ein Zivilist. Kriegen wir schon hin. Roger. Öffne die Tür. Opening the door. Copy that. Ja, dann mach doch mit dem Dietrich. Lockpick the door. Affirmative. Hands up! Und weiter, 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 weiter. Oh, der hat einfach fliegen gehabt. Das sind Punkte, wir brauchen jetzt alle Punkte. On the ground now! Wo ist er lang? Links, rechts, geradeaus. Warte mal, warte mal. Fuck, ich lauf dran vorbei. Die Mission sollte einfacher sein, oder? Ich finde irgendwie nicht. Dietrich. Unlocking the door now. Roger. Fängt das schon scheiße an. Fall in on me. Der stand schräg über mir. Weil die Kugel ging nach unten. Super. Opening the door. Affirmative. Hands up! Fall in and stay close. Weiter geht's.
use the lockpick. Roger. Lauf, ich gehe nach links. Und lass mich einfach mal treffen. Das Tor ist, wir haben nicht so viel Zeit. Na, das wollte ich eigentlich nicht, aber guck mal nach. Dann Durchbruch-Kit. Gut, Tür auf. Fall in on me. Hands up! Einer hat eine Waffe geschmissen. Aber nur einer. Muss mal ganz kurz mich heilen. Na, wir brauchen leider noch mal die, Pfefferspray. 33,75. Dann gehen wir da mal nicht lang. Oh, wir können es schaffen. 33,75. Machen wir ein bisschen Punkte. Roger that. Go. Roger. Suspect spotted. Hands up! Zip him up. Affirmative. Fall in and stay close. Suspect spotted. Hands up! Hands up! 33,75. Hands up! Hands up! Nein, 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 nein! Ich sage das nur häufig, damit ich es nicht vergesse. So, können wir hier noch was gucken? Use pepper spray on him. Roger that. Secure the target. Roger that. Get that. Gut, ich glaube, einen lassen wir jetzt mal entkommen. Jetzt nicht nochmal riskieren. Hammer. B minus. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ja, das war eine Mission, die ging eher auf Schnelligkeit so ein bisschen. Okay. Das war der erste Streich. Keine Zeit vergeuden. Los zum zweiten Sprengeinsatz. Sind das die einzigen Polizisten? Okay. Helle Lichter. Konzerthalle Decadays. Ich glaube, die können wir auch mal anfangen. Zentrale. Nächster Tatort, ein Nachtclub namens Decadence oder so. Cooler Name, was? Nein. Angeblich steigt da heute Abend eine Riesensause. An sich wäre der Laden jetzt schon gerammelt voll, wenn da nicht die Bewaffneten wären, die da vor 20 Minuten reingegangen sind. Verbockt das bloß nicht. Heute Abend stehen eine Menge Leben auf dem Spiel, Officers. Zwei falsche Zivilisten, vier normale Schwierigkeitsgrad 9 in Schärfe der Bombe. Ja. Tränengas haben wir gar nicht eingesetzt. Ich bin jetzt mal mutig und scheiße auf das Tränengas-Geraffel. Wir nehmen den Defi. Defi. So, der hat auch seinen Krempel. Start. Schluck Cola. Also, das hier steht in der Akte zum zweiten Sprengsatz.
Er befindet sich im Decadenz, einer Konzerthalle. Die Bombe wurde von einem aufstrebenden Rockstar namens... Ach, ich versuch's erst gar nicht. Gelingt. Keine Ahnung, warum Stone sie ausgewählt hat. Aber es scheint dafür persönliche Gründe zu geben. In der Unterhaltungsbranche kursieren Gerüchte über Valeskas ebenso geheim wie einflussreichen Fan. Könnte das etwas Stone höchstpersönlich sein? Und falls ja, woher der persönliche Sinneswandel? Der plötzliche Sinneswandel? Oder hatte er das von Anfang an so geplant? Wir werden es nie erfahren. So, Waffen in der Hand. Ach, ist ja immer noch eine Bombe. Scheiße. Könnt ihr ja keine Zeit lassen. Go. Copy that. Lockpick the door. Affirmative. On the ground now! Get down now! Secure the target. Roger. Okay. Wow! Alter! Stand down. Dancefloor des Grauens. Fall in on me. Kommen wir da irgendwie hoch? Heads up! Zip him up. Roger. Kannst du noch nachträglich die Fresse reinsprühen? Spray him. Roger that. Nee, bringt nichts mehr. Schade. Brauchen wir noch die Zugangsdaten. Ach, Klos, wie ich sie liebe. Auf den Po geschossen. Wow! Gleich zwei auf dem Haufen, scheiße. Okay, das war nix. Upsala. Ah. Gibt's nicht mehr so viele Minuspunkte oder was? Oh, hat mich doch erwischt. Schade. Achso, einmal ein bisschen Pfefferspray. Okay, wenn sie sich ergeben, geht das wohl nicht mehr. Schade. Fall in on me. On the ground now! Heads up! 87,34. Secure that. Roger. Wo packt man denn hier eine Bombe hin? Fall in and stay close. Use pepper spray on him. Affirmative. Secure the target. Roger. Regroup on me. Gefährliche Schüssel. Okay. Ja, wir heilen uns mal ganz kurz. Stand down. Fall in on me. Get down now. Zip him up. Roger that. Okay, wir haben es jetzt gefunden. Fall in and stay close. Sammeln wir noch ein bisschen Punkte. Camera under the door. Roger that. Multiple suspects spotted.
mehrere Durchbruch. Roger that. Spray it. Roger. Regroup on me. Okay, hinten vielleicht noch einer. Raum ist sauber. Nee, komm, wir gehen zurück. 87-34. Ah, der hat eine Waffe gehabt, die Sau. Wollen uns die Zeit noch gut geschrieben? Ah, wir können noch weitermachen. Cool. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir ja am Leben bleiben. Check behind the door. Copy that. Suspect spotted. Ah. Low and open. Copy that. Jetzt. Fuck. Tut mir leid, Kumpel. War ein schlechtes Timing. Oh, 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 oh. Get down! Ist er allein auf dem Klo? Kein Gangster in Love? Gut. Darf ich mich jetzt mal verbinden? Okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben keinen Dietrich mehr, wir haben nichts, nur das volle Risiko. Dann gibt's auch die Fresse. Den Code brauchen wir nicht mehr, du kriegst damit keine Strafmeldung. Im Gegenteil. So, Gangster-Terroristen. Auf dem Klo. Ist er alleine? Ja, der ist schon tot. Yes, Mission complete. Kollege, ja, nee, kann ich mit leben. Haben wir genug Punkte oder müssen wir nochmal eine Runde spielen? Alles erledigt. Wenn wir dieses Tempo durchhalten, retten wir vielleicht doch noch die ganze Stadt. Nur nicht so voreilig. Abmarsch. Mann, Mann, was für eine Konversation. Und ballistischer Schild. Müsste ja eigentlich cooler sein als eine Schutzweste, oder? Oder ist das dann, ist der Kollege dann lebendige Deckung? Quasi, das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, Tränengrasgranate hatten wir noch nicht eingesetzt. Defi, ja gut. Aber ganz ehrlich, gab ja nur 500. Also, wenn ich dann jemanden erschieße, sage ich mal, gibt es 1000 Punkte Strafe. Und wenn man den Defi einsetzen, dann gibt es halt nur minus 500 oder so. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, den Defi lasse ich weg. Das spiele ich lieber nochmal. Aber ich glaube, wir machen erstmal. Ach, wir haben auch alle Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet. Und nur noch 4 Missionen. Am geraden Lauf. Ja gut, hier, man könnte die nochmal machen, aber ich bin jetzt nicht so ein Spieler, der alles hier auf Stufe oder A haben muss. Wenn ich das einmal für mich gepackt habe, dann ist mir das egal, ob es jetzt C oder D ist. Hauptsache, ich hab's Level gepackt und komm weiter. Da gibt's andere Spieler, die wollen wirklich immer das Beste, aber bei dem Spiel brauchst du ja nur einen kleinen Fehler machen, irgendwas übersehen und dann wird dir in den Rücken geschossen und du kannst das Level normal anfangen. Also,
Naja, aber es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Ich finde aber noch, die Musik könnte ein bisschen besser sein, ein bisschen peppiger. Hotline Miami hat da einfach so gut vorgelegt und ich glaube, Party Hard war auch, was Musik angeht, kreativer. Natürlich hattest du nicht rumgeballert, weil du warst ja ein Killer und musstest natürlich immer Fallen stellen, aber war auch sehr amüsant, fand ich. Also, war sehr gut. Gut, ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.